Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Weiter Ranglistenmodus, weiter die Burg. Welcome to Nova. Das tausche ich schon mal aus. Das ist klar. Magischer Schaden ist nicht vorhanden. Das heißt, ich muss später auf jeden Fall mal rollen. Den nehmen wir nicht mit, wir nehmen ihn. Kaulquappen. Weiß ich nicht. Für magischen Schaden muss ich auf jeden Fall nach der 10 mal rollen. Weil da ist nicht so viel da. Ich nehme Early erstmal ihn noch mit. Ja, so machen wir's. Riesenschneckenbösewicht, alles oder nichts. So, ich könnte mit dem Bone Crusher starten. Könnte ich machen. Ich starte aber mit ihm. Ich starte mit ihm. Und wir gucken erstmal rüber. Aha. Okay. Hast du Fiesta genommen? Hat er. Sehr gut. Dann ist Windfalke okay. Du bist ein Green Devil. Jawohl, gerade mal einen durchgelassen. Schnecke mit rein. Fertig. Hier mal einen hin. Ich mache auch Auto an. Es hat mich so auf den Arsch gebissen, wenn mein Teamkollege Auto Send an hatte und ich nicht, weil der andere dann mega Knete hatte und ich auf die Fresse gekriegt. Nö, diesmal nicht. Halt aber gut mit Doppelwindfalke. Wir machen auch Autosend. Du wirst jetzt aufgewertet. Und das ist mein magischer Schaden. Das ist mein magischer Schaden. Bone Crusher kommt auf jeden Fall mit dahin. Sollte erstmal ausreichen. Jetzt einfach schon mal einen Worker. Trotz, dass er Fiesta genommen hat, hat er schon relativ viel gebaut. Ich habe Autosend an, da muss ich nicht nachdenken. Gut. Den packe ich mit hin. Schade, ich hätte gern noch einen platziert, aber es reicht nicht. Dann gehen wir einfach hier drüben noch mit einem rein. Oder mit zweien. Die Aufwertung ist da. Er hält das zu gut für Fiesta. Da muss er noch ein bisschen abbauen. So, wir machen es so. Auf jeden Fall hier noch einen hin. Die müssen groß werden. Bone Crusher. Zwei Worker nächste Runde. Das ist vollkommen klar. Die müssen erstmal Mana sammeln, sich hocharbeiten.
Oh, er hat mir einen Robo geschickt. Okay, hier drüben ist schon mal so ein Heilseepferdchen. Schleim und ein Gargoyle. Ich habe Autosend ausgemacht. Aber ich habe gar keine Anzeige bekommen, dass er jetzt mir Geld gegeben hat durch seinen Leak. Er hat Fiesta. Komisch. So. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde jetzt hier noch so einen Schleim hinpacken. Und mehr nicht. Machen wir Autosend aus. Hoffen wir einfach, dass er sich dann gut hochsammeln kann. Das ist wichtig. Ich habe mittlerweile 10 Worker. Oh ja, er sammelt sehr gut Mana. Hier wird er verkacken. Das ist gerade eine Welt, der will man nicht so viel verkacken, weil es gibt ja nicht so viel. Na gut, hat noch ein bisschen mehr Mana gekriegt. Ich kann auf jeden Fall meinen Unhold mit rein. So, jetzt machen wir hier ein bisschen da was hin. Eventuell hier noch was hin. Ein Elementar. Das sollte vorhin ganz ausreichen. Das ist aufgewertet. Schon ein Upgrade. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich ihm entweder Magie schicke. Macht dann wahrscheinlich am meisten Sinn, auf normalen Raves dann Magieschaden zu schicken. Okay, er hat jetzt hier noch so ein. Auf 9 würde ich versenden. Auch so ein Elementar eingebaut. Aber die blocken gut ab und der heilt sie immer hoch. Dass sich dann auch ja in diese drei Schleime aufteilt. Hier ist der Mol durchgekommen mit einem Mini-Schleim. Hm. Ja, besser als nichts. Ist okay. Ja, aber du bist hochgeheilt. Hm. Hab wieder Autosenden angemacht. Ich werde trotzdem auf der neuen mal schicken. Ratten! Er hat Ratten. Du hast die neuen sogar noch besser. Kacken die Ratten ab. Bloß elementarer Angriff. Den muss ich upgraden. Vielleicht kriege ich noch einen Drachenkeim. Kann auf jeden Fall Locker holen. Ja, einen habe ich gerade so durchgelassen, den Kanonier. Also nicht so schlimm. Ein Drache ist sehr gut. So, Upgrade. Das war wichtig. Dass der ein Upgrade bekommt.
Jetzt verkaufe ich einen, hol noch einen Worker. Das ist mit der Worker wichtiger als, dass da noch einer steht, ein kleiner. 50. So, der Drache sollte ihn wegmachen. Echse mit rein. Schnecke? Nein, keine Schnecke. So, zwei Worker hole ich. Millennium. Jetzt schon. Okay. Dann mache ich Autosend an. Das ist gut. Hab nichts bekommen, oder? Ist nicht drauf geachtet, aber ich sehe es dann, wenn ich die Aufnahme mir anschaue. So. Ich werde mal zwei hinstellen. Die mehr oder weniger nur so als Alibi. Damit die ein bisschen was abwehren. Jetzt geht der komische Robo nämlich auf die. Das ist sehr gut. Dann werde ich gleich rollen. Auf Magieschaden. Ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und für ihn gibt es schon Shutdown Gold. Ich glaube, der spielt Fiesta ein bisschen falsch. Er müsste eigentlich mehr Rock haben als ich. So. Den nehmen wir mit. Du wieder raus. Die raus. Archer rein sind sehr gut. Ja, ich nehme auch den Bösewicht. Feuerfrost rein. Und ihn mache ich zum Bösewicht. Genau so machen wir das. Ist auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Könnte ich da drüben dann noch so einen Ochsen hinsetzen, der den Feuerfürsten noch mehr, greifen ihn gar nicht an, noch mehr Verteidigung gibt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, er sammelt kaum Mana hier drüben. Boah, aber sticht, deswegen packe ich jetzt hier einen Archer hin. Der wird direkt abgegradet. Die hätte ich alternativ auch zum Bösewicht machen können. Aber ich will es mal mit dem Feuerfürsten probieren. Beziehungsweise mit dem Phönix dann nachher. Das ist auch gar nicht verkehrt. Alles relativ weit hinten platziert. Bösewicht Miemu ist natürlich gut. Bananenbaum, auch Feuerfürsten. Muss ich auf jeden Fall immer einen Voreis mit reinschicken. Ja, der hat gar keine Chance gehabt. Durch. Durch eine Turtle. Einen kann ich noch nehmen. Einen nehme ich noch mit.
So. Jetzt hört man den guten mal auf. Yes, my lord. Das ist auf jeden Fall gar keine schlechte Idee. Na komm, sammeln mal ein bisschen mehr Mana, vor allem du hier. Ich will dich da nicht umsonst stehen haben. Kann ich noch einmal? Ja, einmal geht noch. Aber ist schon voll. Na gut, dann nicht. Ich mach Autoset mal wieder aus. Hexe reingeschickt. Oh, das sollte ich ganz gut haben. Kann ich wieder zwei Rocker holen. Sehr schön. Okay, er ist gut durchgekommen. Ich muss mir halt was überlegen hier für den. Also der geht auf jeden Fall mit Magieschaden down. Er auch. Also da ist ein Voreis schon nicht schlecht. Oder die Waves hier. Für den Green Devil und den Feuerfürsten brauche ich allerdings ein bisschen Stichschaden. Ich werde ein paar Schleime hinbauen. Also upgraden. Jetzt habe ich sogar Würfel sehr gut aufgeholt. Hätte ich eher holen sollen, aber ihr wisst ja, wie das ist mittlerweile mit mir. Ich vergesse das zwischendurch immer. Der Millennium ist schon stark, ne? Also wir könnten auf 14 gehen. 17 würde mir noch besser gefallen. Ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt auf 8 und dann. Stichler rein. Komm. Probieren. Wir probieren. Phoenix Upgrade. Schleim mir mit hin. Not enough gold. Dann kann ich hier auf jeden Fall noch Auerochsen hinpacken. Dann ist das gut gesplittet. Ihn kann ich auch bald upgraden für 300, für 250. Versuch's noch ein bisschen rauszuzögern, aber je nachdem, wie es halt läuft, mache ich es vielleicht nächste Runde schon. Kommt immer drauf an. 360. So. Mal gucken. Baum down. Frontline down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So wollte ich das sehen. Sehr schön. Wie sieht es bei mir aus? Ja, schwierig. Schaffe ich nicht. Aber nicht so schlimm. Ist nicht ganz so viel durchgekommen. Er hat hier komplett gehalten. Ein Phoenix lebt sogar noch voll. Komm, Worker holen. Ja, es wird gerade so nicht reichen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Komm, ich werde dich auf. Du bist schon fast nutzlos eigentlich. Ich hau noch einen Archer rein. Und Schluss. Ja, da wird nichts mehr gesammelt. Ich verkaufe den bestimmt dann und ersetze den gegen irgendwas anderes. Aber die Runde wird ja nicht mehr lang gehen. Mit der 17 wird es jetzt beendet sein. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, Archer machen gute Arbeit. Auch die Elementare machen gute Arbeit.
Sehr schön. Schleime haben sich aufgeteilt. Haben alle den Buff. Super. So, wir schicken ein Voreis auf jeden Fall mit rein. Auren. Auren sind nicht schlecht. Gerade für den da. Wenn, die nur, wenn er nur einen hat. Und für die Arter. Gucken, was sonst noch so geht. Ja. Ich werde jetzt hier den Ochsen hinstellen. Und werde noch ein paar Elementare dazu packen. Dann sollte ich fein sein. Stich wäre noch gut, 240, naja. Hm. Schwierig. Da kommt eine Hexe und den noch. Hat den Ober geschickt. So, guck mal hier rüber. Ja, der Baum geht schnell down. Voreis ist dabei. Seine Account-Verteidigung bringt mir gar nichts. Der ist durch. Good game. Alles verteidigt. Er hat kaum was durchgelassen, obwohl er Fiesta hatte. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe es gesehen. Jetzt kam was. Aber wahrscheinlich, weil ich gewonnen habe. Das muss man mal im Auge behalten. Ja, perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Mini und Wambo. Bananenbaum in der ersten Runde. War ganz gut. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.